Die letzten Tage in der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt sind es schon noch Tage. Ja. Und deshalb heute nochmal im Tesla, nochmal elektrisch genießen, denn diese Dinge haben bald ein Ende. Verlasst euch drauf. Soeben ging die nächste Bombe hoch in der USA. Also das Thema Obama, Biden, Osama Bin Laden. Was haben sie da angerichtet? Aber auch das ist erst die Spitze vom Eisberg. Ja. Wartet mal ab, bis die Clinton-E-Mails tief geöffnet wären, was da alles rauskommt, wie tief die BRD in dem ganzen Schlamassel mit drin hängt, die aber ja immerhin 5 Millionen in die Wahlkampagne Hillary Clinton überwiesen. Da knallt Bombe da drüben in den USA. Kommt John Kennedy noch vor der Wahl oder nach der Wahl? Kommt er am 17. Oktober, das wäre ja jetzt am Samstag, wenn Trump hier, John, wo bist du, auf der Wahlkampfveranstaltung ruft. Mein Bauchgefühl lässt da einiges vermuten. Aber das bleibt spannend. Die spannendste Frage ist natürlich, wird es überhaupt eine Wahl geben am 3. November? Denn wenn die Bombe jetzt durch die Medien geht, was Biden angeht, der ja sowieso niemand mehr auf seine Wahlveranstaltungen als Besucher hat, außer so 80-jährige Senioren, die nehmen sich dann die Zeit, wenn die dann überhaupt wissen, um was es da geht. Er geht halt in ein Altersheim, da sitzen dann 15 Leute und hören spannend zu, wenn die überhaupt noch wissen, warum da gerade jemand da ist. Aber das sind die einzigsten Bilder, die sie noch hinkriegen mit Fans von beiden. Aber das wird bald zu Ende sein, ja, weil in den USA, da knallt gerade eine Bombe nach der anderen. Die deutschen Medien in tiefem Schweigen, die ja auch meine YouTube-Filmchen mit beobachten, deshalb, da habt ihr gewaltig mit Schaden angerichtet. Die BRD hat ja in den Hillary-Wahlkampf 5 Millionen investiert und man weiß ja inzwischen, was die damit angerichtet haben. Die letzten Tage der BRD. Heute, ich habe jetzt noch nichts mitgekriegt, Merkel hat ja heute ihre Sitzung mit den Landesregierungen. Werden sie jetzt Montag schon die Gastronomie schließen oder erst am Montag in der Woche? Schauen wir mal, ich bin gespannt. Mir relativ egal. Also ich habe genügend Vorrat, um die nächsten 6 Monate aus den Einmachdosen zu leben sozusagen. Aber stellt euch drauf ein. Also Holland hat die Gastronomie zu, Belgien, Frankreich, Tschechien meine. Und ja, Deutschland wird da mit Sicherheit nicht der Letzte sein. Die letzten Tage der BRD sind eingeleitet. Ich schwöre es euch, das geht jetzt nicht mehr lang gut. Also das, was in den USA jetzt noch an Bombe hochgeht, wie lang kann man das in den deutschen Medien verheimlichen? Ich weiß es nicht. Aber schnallt euch fest, jetzt wird es richtig heftig.